bevor wir auf den Grund und die Art und Weise eingehen, warum es auf der ganzen Welt Pyramiden gibt. Lassen Sie uns über einige Beispiele sprechen. Ich beginne mit der Sonnenpyramide in Mexiko. Diese Leute wussten wirklich, wie man eine Stadt baut. Ihr wohlgeplanter städtischer Kern erstreckte sich über 480 Acres und beherbergte mehrere Pyramiden, aber die Sonnenpyramide ist die beeindruckendste. Diese riesige Pyramide wurde bereits im Jahr 100 n. Chr. Erbaut und ist eine der größten derartigen Strukturen auf der gesamten westlichen Hemisphäre. Sie ist so groß, dass sie 66 Meter über dem Boden emporragt. Wenn Sie sich jemals in dieser antiken Stadt befinden, können Sie die Sonnenpyramide nicht verpassen. Sie befindet sich genau auf der Ostseite der Allee der Toten, der Hauptstraße der Stadt von Nord nach Süd. Zum Bau dieser beeindruckenden Pyramide wurden etwa 765.000 Kubikmeter Material verwendet, einschließlich einer besonderen Art von rotem vulkanischem Gestein, das Haugezierter Tezontle genannt wird. Beeindruckend, nicht wahr? Wir wissen nicht allzu viel über die Menschen, die die Sonnenpyramide erbaut haben oder zu welchem Zweck. Aber Archäologen glauben, dass sich einst ein Tempel auf ihrer Spitze befand. Als Forscher in den 1970er Jahren unter die Pyramide gingen, entdeckten sie eine Reihe von beeindruckenden Tunneln und Kammern. Im Jahr 2011 fanden sie sogar eine geheime Sammlung von Tonkrügen, Obsidianstücken, Tierknochen, menschlichen Figuren und einer Maske. Wer weiß, welche anderen Geheimnisse die Pyramide noch verbirgt. Wenn Sie sich entscheiden, dieses zu besichtigen, müssen Sie die Pyramide über die 248 ungleichmäßigen Stufen auf der Westseite erklimmen. Achten Sie auf Ihren Schritt. Sudan hat auch Pyramiden. Die nubischen Pyramiden sind zwar nicht so groß wie die in Ägypten, aber es gibt dort immerhin etwa 200 von ihnen. Diese antiken Pyramiden dienten fast 1000 Jahre lang als Grabstätten für die Pharaonen des meroitischen Königreichs, die von Nubien bis zum Mittelmeer über Ägypten herrschten. Die Pyramiden bei Meroe wurden aus Granit und rötlichem Sandstein errichtet. Oh, und wusstest du, dass der Sudan mehr alte Pyramiden als Ägypten hat? Die kuschitischen Pyramiden zeigen die einheimische Architektur und Bestattungstraditionen der Königreiche Napata und Meroe in Nubien, die vom alten Ägypten beeinflusst wurden. Meroe, die Begräbnisstätte von über 40 Königinnen und Königen, ist die umfangreichste nubische Pyramidenstätte. Die Wände der Gräber zeigen mumifizierte Herrscher, geschmückt mit Schmuck, deren hölzerne Särge Bögen, Köcher mit Pfeilen und andere Artefakte enthalten, die auf die Beziehungen und den Handel der meroitischen Kultur mit den ägyptischen und griechischen Zivilisationen hinweisen. Wenn Sie also auf der Suche nach antiken Gräbern zum Erkunden sind, könnten Sie erwägen, die Menschenmassen in Ägypten zu meiden und stattdessen nach Sudan zu reisen. Fliegen wir in den Irak, um weitere Pyramiden zu sehen. Zikkurate haben ausgefallene zurückgehende Schichten und gestufte Tempel. Statt einer glatten Außenfläche haben sie Ebenen wie bei einer Torte, perfekt für all die wichtigen Arbeiten und Rituale, die darin stattgefunden haben. Diese hochragenden Strukturen sind über den Irak und den Iran verstreut zu finden, und sie sind ein echtes Zeugnis der Macht und der Fähigkeiten der Menschen, die sie erbaut haben. Einer der größten und beeindruckendsten Zikkurate ist der Zikkurat von Ur. Es handelt sich im Grunde um eine riesige rechteckige Pyramide, die stolze 20 bis 30 Meter hoch ist, mit drei Terrassenebenen und einem Tempel obendrauf. Können Sie sich vorstellen, wie viele gebrannte Ziegelsteine benötigt wurden, um dieses Bauwerk zu errichten? Versuchen Sie es mit 720.000 allein für den unteren Teil. Dieser spezielle Zikkurat wurde für den sumerischen König Ur-Nammu erbaut. Ähnlich wie andere Pyramiden existiert auch diese schon seit Tausenden von Jahren und sah daher etwas mitgenommen aus. Glücklicherweise kamen der babylonische König Nebukadnezar II. Und einige Archäologen im 6. und 20. Jahrhundert zur Rettung. Heute finden sie diesen nahe der Talil Air Base. Der Zikkurat von Ur wurde 2100 vor Christus von König Ur-Nammu für die Mondgottheit Nanna erbaut. Es war das höchste Gebäude der Stadt
und man konnte es aus vielen Kilometern Entfernung sehen. Es war wie der mittelalterliche Kirchturm seiner Zeit. Die Menschen kamen hierher, um ihren landwirtschaftlichen Überschuss zu bringen, ihre Lebensmittelrationen zu erhalten und geistige Nahrung zu suchen. Leider hat der Nanna-Tempel oben auf der Zikkurat nicht überlebt. Aber wir haben einige blau glasierte Ziegel, die Teil seiner Dekoration gewesen sein könnten. Die unteren Teile der Zikkurat sind jedoch ziemlich beeindruckend. Die Architekten hatten sogar Löcher in die gebackene Außenseite des Tempels eingelassen, um das Wasser aus seinem Kern verdunsten zu lassen. Da wir einige der Pyramiden auf unserem Planeten erkundet haben, nehmen wir nun eine breitere Perspektive ein. Sie können in vielen Teilen der Welt gefunden werden. Ägypten verfügt über mehr als 100 Pyramiden. In Sudan gibt es doppelt so viele und Dutzende weitere sind im Nahen Osten und in China verstreut. Die Amerikas haben insgesamt die meisten Pyramiden, mit mehr Pyramiden als der Rest der Welt zusammen. Diese Pyramiden befinden sich in Mexiko, Guatemala, Honduras und El Salvador. Es ist an der Zeit, mehr über die Entwicklung der Pyramiden im Laufe der Geschichte zu erfahren. Die älteste Pyramide befindet sich in Ägypten. Diese Pyramide war eine Stufenpyramide, die durch das Übereinanderlegen von Steinschichten entstanden ist. Der Pharao Sneferu gilt als der Schöpfer der Pyramidenform, wie wir sie heute kennen. Während seiner 45-jährigen Regentschaft baute er 3 Pyramiden. Seine ersten beiden Versuche scheiterten. Aber mit der Roten Pyramide gelang es ihm schließlich, die erste echte Pyramide zu erbauen. Sneferus Sohn Khufu erbaute die große Pyramide von Gizeh, die fast 4000 Jahre lang das höchste vom Menschen geschaffene Bauwerk auf der Erde war. Die Pyramiden in Lateinamerika ähneln den frühen ägyptischen Stufenpyramiden, wurden jedoch unabhängig voneinander und ohne Kenntnis voneinander gebaut. Die Pyramiden im Sudan wurden um 700 vor Christus erbaut und sind hoch, aber viel schmaler als die in Ägypten. Wie haben all diese Zivilisationen es nur geschafft, diese Dinge zu bauen, ohne miteinander zu texten? Schließlich waren die Azteken, Maya und die alten Ägypter so unterschiedlich wie nur möglich. Aber trotz ihrer kulturellen Unterschiede schienen sie alle einer Meinung zu sein. Pyramiden waren ziemlich cool. Stufenpyramiden gibt es weltweit, da sie die machbarste und stabilste Methode waren, große und hohe Bauwerke ohne Zugang zu leichteren Baumaterialien wie Holz und Metall zu errichten. Die dreieckige Form mit einer Basis von 2,5 Quadratkilometern ist die beste Art, eine robuste Struktur zu bauen. Und eine Würfelstruktur würde mehr Material für weniger Höhe erfordern. Wenn es um das Design von Pyramiden geht, ähnelten die ägyptischen Pyramiden großen Dreiecken mit einer Basis von 2,5 Quadratkilometern, glatten Seiten und einer spitzen Spitze. Die Azteken und Mayas hingegen wählten ein Aussehen, das einer gestuften Torte ähnelt, mit Stufen, die zu einer flachen Plattform an der Spitze führen. Obwohl also alle diese Pyramiden dieselbe grundlegende Form teilen, besitzen sie doch ihr eigenes einzigartiges Flair. Jede Gruppe baute ihre Pyramiden mit unterschiedlichen Materialien, Techniken und Neigungswinkeln. Auch wenn sie manchmal von den Werken der anderen inspiriert wurden, machten sie einfach ihr eigenes Ding. Ägyptische Pyramiden hatten glatte, abgeschrägte Seiten, die dazu entworfen waren, die Seele des Pharaos in den Himmel aufsteigen zu lassen. Die Pyramide der Sonne wurde über einem System von Höhlen erbaut, die als Durchgang für die Gottheiten dienten. Die Maya errichteten den Tempel des Kukulkan in Chichen Itza, um die Gottheit Kukulkan zu ehren, die üblicherweise durch eine Schlange dargestellt wird. Umgangssprachlich El Castillo genannt, hat er an jeder Seite 91 Stufen plus eine Plattform. Das macht insgesamt 364 Stufen, eine für jeden Tag des Maya-Kalenders. Sagt mal, Brightsiders, wie wurden die Pyramiden gebaut? Zunächst einmal wurden sie von Menschen gemacht, nicht von einer fremden Rasse aus dem Weltall, die auf der Erde gelandet ist. Wisst ihr, eines haben alle Pyramiden gemeinsam. Sie wurden ohne fortschrittliche Werkzeuge oder gar das Rad gebaut. Es brauchte viele Menschen, um sie zu errichten, darunter geschickte Arbeiter und Architekten.
Zum Beispiel wird geschätzt, dass 2000 Menschen die große Pyramide von Gizeh gebaut haben. Und man glaubt, dass die meisten von ihnen geschickte Arbeiter waren. Der Bau von Pyramiden war ein gewaltiges Unterfangen, das jahrelange Planung und Mühe erforderte. Die große Pyramide von Cholula in Mexiko wurde in 600 Jahren fertiggestellt.